Dobry dzień, lubi muža jo a žony. Ja vás dnes apostroviu ve moje serbsce mačoštine. Lebe Fruns und Mannslüt, ich schnack hüt platt und frei mi, dat i mi lüt ben to hören wüllt und begrüt i von Harten. Plattdeutsch als Regionalsprache des gesamten Nordens und die Sprachen von 4 nationalen Minderheiten stehen in Deutschland unter besonderem Schutz. Da wären die dänische Minderheit, die friesische Volksgruppe bestehend aus Nord-, Ost- und Saterfriesen, das sorbische Volk im Spreewald und die in der ganzen Republik lebenden deutschen Sinti und Roma. Die 4 nationalen Minderheiten, wir nennen das ja autochthone Minderheiten und das Niederdeutsche gehört dazu, sind bedrohte Sprachen. Das hat die Europäische Kommission auch festgestellt, der Europarat ebenfalls. Deshalb ist eine Sprachendebatte richtig und wichtig. Und wir möchten, dass diese bedrohten Sprachen gepflegt werden, weiter unterstützt werden, damit sie auch in Zukunft erhalten bleiben. Deshalb setzt sich die Unionsfraktion schon lange für dieses Thema ein. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der EU-Charta zum Schutz der Regional- und Minderheitensprachen geht es im Deutschen Bundestag sowohl um eine Bestandsaufnahme als auch um künftige Fördermaßnahmen, wie zum Beispiel die Schaffung eines Niederdeutsch-Sekretariats als Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Plattdeutsch. Also der Schutz der regionalen Sprachen ist enorm wichtig und trägt zum Erhalt der Identität auch in den einzelnen Regionen bei. Mit dem Erhalt der Sprache werden meist auch jahrhundertealte Sitten und Gebräuche weitergegeben und damit die kulturelle Vielfalt unseres Landes bewahrt.